Sie können die Zeichen nicht mehr deuten. Dabei habe ich Sie auf zwei so offensichtliche Zeichen hingewiesen. Kein Kind hätte sie übersehen. Ich habe mit abgewandtem Gesichte geschossen. Und beide sind tot. Wie ist das möglich? Gute Schützen zielen und schießen daneben. Und ich sehe weg und treffe mit jeder Kugel. Das ist ein Zeichen. Das muss man verstehen. Ja, ich habe geschossen, aber gezielt hat ein anderer oder etwas anderes. Sie glauben, ich wollte mit dieser Aussage die Strafe mildern und Sie gnädig stimmen? Na, für mich wäre Ihre Gnade die schlimmste Strafe. Ich wollte mit dieser Aussage nichts für mich erreichen. Ich wollte Sie nur auf die Wahrheit hinweisen, die Sie nicht sehen. Ich sage, dass ich nur die Hand war, aber ich sage nicht, dass die Hand unschuldig ist. Ich habe Sie darauf hingewiesen, dass das Auto stand und ganz lange stand. Und das hätte nicht so sein sollen. Wer hat das Auto aufgehalten? Ich nicht. Der Fahrer hat es auch nicht absichtlich getan. Das Auge, welches gezielt hat, der Wille, der das Auge erfüllte und die Hand bewegte. Ich habe Ihnen mehrmals gesagt, dass ich Gavrilo heiße. Bei Ihnen also Gabriel, das sei der Name des Erzengels der Verkündigung. Und Sie haben gelacht. Sie sehen die Zeichen nicht. Ihr Verstand verschließt sich dem heiligen Wissen. Sie haben das Automobil und die Dampfmaschine erfunden, aber Sie sehen nicht, was selbst ein unvernünftiges Kind sehen würde. Wie gewonnen, so zerronnen, pflegte meine verstorbene Großmutter zu sagen. Und das trifft auf Sie ganz eindeutig zu.